Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ich bin aus dem Bett aufgestanden und da hinten sehen wir ein bisschen Bäume. Wir spielen auf einer zerklüfteten Map. Um genauer zu sein, ist das die zerklüftete Map vom Baura aus seinem Let's Play. Auf jeden Fall auschecken, ist unten verlinkt, genauso wie in der letzten Folge. Das basiert quasi nicht auf der letzten Folge, was ich hier mache. Also das heißt, ihr müsst nicht die letzte Folge gesehen haben. Wäre natürlich ganz hilfreich, weil da habe ich hier das Feld abgefarmt und jetzt seht ihr natürlich, dass es noch nicht nachgewachsen ist. Und jetzt seid ihr voll traurig. Und ich auch, weil ich jetzt nur 6 Boote habe. Aber die Kühe hier, die sind auch noch nicht alle groß geworden. Also bringt das hier alles gar nichts. Aber ich habe gerade 2 Eier gefunden und da ich gerade nicht auswendig weiß, wie man Kuchen macht, schmeiße ich die zurück. Ich wollte mir aber... jetzt muss ich warten. Ich habe nämlich noch meine Eisen in der Chest und ich wollte mir auf jeden Fall noch ein Bett machen. So, und das Eisen ist nicht in der Chest, wie ich gerade gesagt habe, aus Dummheit, sondern hier. Oh, da sind schon 11 raus. Oh, ich dachte, das dauert länger. Egal, das heißt, wir können jetzt erstmal eine Schere machen. Und da ich verwöhnt bin und keinen Bock habe, mir eine Steinspitzhacke zu machen, mache ich mir direkt eine Eisenspitzhacke. So, Eisenspitzhacke. Zack. Oder direkt 2. Kann auch nicht schaden. Wobei eine Rüstung noch weniger hätte schaden können. Ich habe Schluck auf. Yay. Das ist immer so toll, wenn man in einer Folge Schluck auf hat. Das ist, wenn man so viel redet und nicht trinkt. Dann kommt das. So. Egal. Ich habe jetzt Wolle. Nein, ich habe jetzt eine Schere und er hat keine Schafe und somit habe ich auch keine Wolle. Yay. Danke für nichts. Huiuiuiui. Ich frage mich auch, warum trennt er die nicht? Ich würde die alle trennen. So. Kühe noch dort, Schweine noch dort. Wahrscheinlich hat er auch da mal Schafe drin gehabt und Wölfe auch noch dazu reingesetzt. So, und dann, ihr wisst ja, denke ich, wie das endet. Egal. Sehe ich ein Schaf in der Nähe? Nein, ich sehe Bambus. Hui. Schade, dass es hier keine Koala-Bären gibt. Wobei, das wäre Eukalyptus, nicht Bambus. Oder? 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 Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt wieder meine Spitzhacke. Meine Axt ist eh fast kaputt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal wieder nach unten. Und hier wollte ich das Ganze jetzt ein bisschen was ausheben. Ich habe hier, glaube ich, noch Slabs. Mit den Slabs mache ich mir den Boden, weil ich ein fauler Typ bin. Und Slabs ein bisschen sparsamer sind, als ich ein fauler, ein sparsamer Typ bin. Ich wollte nicht faul sagen, weil ich ein sparsamer Typ bin. Aha. Und Slabs der sparsamste. Die sparsamste Art sind, einen Boden zu machen. Wobei Teppich ist, glaube ich, noch sparsamer. Kommt darauf an natürlich, wie viele Schafe man hat. In unserem Fall haben wir keine Schafe, sondern ganz viel von diesem Holz hier. Und so, ich gehe jetzt hier erstmal runter. Hui, der fliegt ja so halb runter. Weil ich hier oben die Decke weggemacht habe. Da knallt er nicht mit dem Kopf jedes Mal mit der Stufe dagegen. Ich denke, jeder, der Minecraft spielt, kennt das. Genau, in die Richtung, da war nichts mehr. So, in die Richtung. Ich habe ja in der letzten Folge so einen roten Boden gemacht, dass ich hier in der Höhle immer mich zurechtfinde. Ist natürlich sehr schwer, wenn es nur einen Gang gibt. Aber wenn ich das mal wirklich so durchziehen sollte, könnte es tatsächlich sein, dass es mal hilfreich sein könnte. Sehr viel könnte war das in einem Satz oder in zwei. Ich weiß es nicht. Ich habe die Sätze nicht mitgezählt. Aber merkt euch, es könnte hilfreich sein. Ob es wirklich ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ne, es war was anderes. Licht. Jetzt geht das Licht an. Da ist Kohle, das ist schön. So, und ich finde hier auf jeden Fall wieder hoch. Ich muss ja jetzt nicht unten jeden Weg auskleiden, weil das wäre auch sehr behindert. Weil wenn dann ein Weg im Kreis führt, dann laufe ich die ganze Zeit im roten Weg nach und laufe einfach auch die ganze Zeit im Kreis. Das bringt ja nichts. Das sind Pfeile dann hilfreicher. Oder ich mache so, dass ich halt immer Striche mache und am Ende des Striches in die Richtung, wie ich laufen muss, dann nochmal einen anderen Block oder eine Fackel draufsetze. Dann habe ich auch direkt eine Ausleuchtung und das Ganze wäre noch sinnvoll. Ja, das wäre vielleicht ganz intelligent. Das wäre intelligent. Ja, wahrscheinlich sind es jetzt die Hälfte der Leute von den Videos, die das gerade sehen. Vor den Videos. So rum ist ja das mal richtig. Und machen sich einen Facepalm, weil ich intelligent gesagt habe. Aber hey, das sage ich halt immer. Da muss nur mehr Kohle und Kohle kann einfach nicht schaden. Zumindest am Anfang nicht. Aber, naja. Vor allem, es bringt Level. Und ich kann zwar noch nicht verzaubern oder so, aber es bringt Level. Ich habe zwar nicht meine Rüstung, aber es bringt Level. Gegen den ersten Zombie, der gleich kommen wird, werde ich verkacken. Aber ich habe Level. Vor allem, ja, ich werde gegen wirklich jeden Zombie verkacken, der kommen wird. Denn, Spoiler Alert, ich
kann mit diesem Kampfsystem nicht umgehen, was seit der 1.9, glaube ich, gekommen ist. Dieses schlagen, warten. Ich bin so einer Spam, 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 Spam. Und ja. Es wäre ja okay, wenn ich halt nicht vorher schlagen könnte, bis der Schlag nicht aufgeladen ist. So, dann würde ich halt trotzdem die ganze Zeit klicken und sobald ich kann, würde der wieder schlagen, aber nicht so. So verkacke ich jeden PvP. Vor allem, ich kann mit dem Schwert nicht mehr blocken. Das ist ja das, was mich noch am meisten stört. Ich muss mir dann ein Schild nach hier unten packen, was, wenn es immer da drin sein würde, mir einfach komplett die Sicht versperrt. So, ich mache das jetzt tatsächlich so. Und am Ende mache ich den hier. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Wobei, dann könnte ich auch einfach direkt einen Pfeil machen. Schaut euch das mal an. So, 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 so. Dann mache ich mir jetzt einen kleinen Pfeil raus. Mache ich das auch noch. Und Pfeil. Guck mal, dann weiß ich immer, in welche Richtung ich gehen muss. Und hier mache ich einen Pfeil in die Richtung. Aber wobei, ich meine, wenn ich das jetzt nicht erkennen würde, wäre ich hier echt behindert. Zack, 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 zack. Das ist voll der Pfeil, ey. Richtig schön. Egal. Ich glaube, solange wie ich mich hier aufhalten werde, vor allem das ist ja so ein zentraler Knotenpunkt, wo ich dann x-mal vorbeilaufen werde, glaube ich, um wieder zurückzukommen, werde ich mich schon irgendwann automatisch orientieren können. Und dann werde ich mich irgendwann fragen, warum war ich so blöd und habe dieses Ding da überhaupt hingesetzt. Hier geht's schön tief runter. Und das war ja das Skill von mir, die Fackel genau nach da zu platzieren, wo Eisen ist. Aber hey, ich bin halt Intellent. Und die Hälfte der Leute sitzt gerade wahrscheinlich vor dem Computer und sagt, hä, hat der Intellent gesagt? Und ja, habe ich. Und habe ich das schon mal gesagt? Ja, habe ich auch. Ich will nur gucken, wie vielen Leuten es auffällt. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben. Wahrscheinlich schreibt eh keiner, weil meine Zuschauer ja in letzter Zeit voll runtergegangen sind und so. Aber hey, hey, ich meine so, hey, wie geht's euch? Und so, hey, hey, oh mein Gott. Weil ich dachte immer nur, wenn ich mit anderen aufnehme, ist mein Niveau in den Aufnahmen so kacke, dreist, behindert. Ne, dreist ist es ja nicht. Aber so behindert. Aber nein, es ist einfach immer so. So, da war noch mehr. Da ist immer noch mehr. Das nehme ich noch mit. Super. Ich finde gerade viel Eisen, das gefällt mir. Weil ich mir dann tatsächlich mal eine Rüstung machen kann. Und eventuell dem Maurer das Eisen wieder zurückgeben kann, was ich ihm genommen habe. Ich glaube, er wird zwar nicht drauf bestehen, so wie ich ihn kenne. Aber ich bin ja ein netter Mensch und ich tue es trotzdem. Ne? Ja. Schön. Schön und gut. Mir sind gerade so ein paar Storys eingefallen, die ich mal irgendwann erzählen könnte. Aber so aus dem Nix mit Storys zu kommen, finde ich immer blöd. Ich finde, man muss da so im Gespräch irgendwann darauf gestoßen werden oder so. Ihr seht, irgendwo da vorne ist die Sonne, weil der Shader sorgt dafür, dass die durch die Steine scheint. Ich weiß ja nicht, warum ich einen Shader unter den Bergen drin habe. Wahrscheinlich wird mir aber erst auffallen, wenn ich einen Shader ausmache, wie hässlich es dann doch hier eigentlich wirklich ist. So, genau, da war ich gerade. Ich muss hier wieder hochlaufen. Und 6 Brot habe ich noch. Davon esse ich jetzt wahrscheinlich erstmal 2 oder 3. Wahrscheinlich 3, genau. Yay. Was war das denn gerade? Ich wollte gerade mich räuspern und mach nur wie ein richtiger Faggot, ey. Hui. Was soll denn das hier? Ist ja okay. Sehr schön. Okay. Oh, hallo Spinne. Guck mal, jetzt seht ihr mich kämpfen. Diesmal achte ich aber drauf, dass ich immer so abwarten muss. Guck mal, ich habe keinen einzigen Schaden bekommen. Aber auch nur, weil ich mich drauf konzentriert habe. Hier geht es nochmal hoch. Ich folge dem Weg nach oben. Hier endet der Weg nach oben. Jetzt endet der Weg doch nicht. Und jetzt geht es hier wieder runter. War ich ja schon mal. Aha, hier geht es tatsächlich runter. Und hier bin ich da. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin voll super. Was bist du denn? Du bist ja sogar verzaubert. Das Ding ist, der ist echt so langsam. Da brauche ich nicht zu spammen. Kann ich mir immer Zeit lassen. Wobei, ich habe halt ein paar Mal verkackt. Und der hat eine Rüstung für mich. Ist sehr cool. Feuerschutz und Haltbarkeit. Wie du machst mir die Haltbarkeit. Wie du machst die Rüstung direkt kaputt. Da ist Haltbarkeit drauf. So, wie mache ich jetzt am besten den Weg hoch? Ich will nicht durch diesen Gang laufen, den ich da eben hatte. Ich baue mir also meinen roten Weg.
Mit Netherstein ziehen wir einfach irgendwo rein. Zack, 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 zack. Ich glaube, ich habe ein paar zu viele falsch gesetzt, aber hey, was soll's. So, jetzt bin ich hier. Oh, da ist direkt Eisen, aber... Okay, ich weiß, wo ich hin muss. In die Richtung quasi. Cool. Das sieht irgendwie scheiße aus, wenn das so ein Block weiter über dem Rest ist. So. Gut. Dann einmal jetzt hier die Erde noch weg. Und ihr fragt euch wahrscheinlich die ganze Zeit, was macht der? Das ist doch voll behindert. Kann er mal damit aufhören? Und könnte ich. Aber nö. Ich mache jetzt erstmal hier den Weg breiter, falls irgendein Skelett meint, mich mal irgendwo runterzuschießen. Dass ich dann nicht direkt 5 Meter weiter unten lande mit Fallschaden. Dann am besten noch. Nee. Nicht mit mir. So komme ich jetzt zwar trotzdem runter und so, aber ist ja okay. Sehr schön. Hier habe ich jetzt meinen Weg markiert und jetzt habe ich hier die Kohle. Dann kann ich hier die Decke auch noch ein bisschen höher machen. Sieht dann insgesamt ein bisschen geräumiger aus. Wobei ich auch nicht weiß, warum es in der Höhle geräumig aussehen muss. Das ist ja eigentlich total dumm. Aber hey, ich bin halt dumm. Und so. Und so ein Stuff, ne? So. Das mache ich momentan total gerne. Und so ein Stuff, ne? So richtig dieses, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich glaube, das war mal irgendwie... aus dem Film die Stitz oder sowas, oder die Schitz oder Stitz, Sting, die, keine Ahnung, irgendwie so ein Film halt, ne? Ne? Finde ich eigentlich ganz lustig, so ein plötzliches, schrilles, unpassendes, ne? So, meine Spitzhacke ist kaputt, ich habe aber noch eine neue. Und jetzt habe ich hier mir plötzlich einen neuen Gang gegraben, während ich hier die Kohle am Farmen war. Mal schauen, was ich da gleich auf der anderen Seite finde. Und ich sehe gerade, ich habe noch ein, wow, habe ich viel Kohle. Eine einzige Fackel, aber ich habe hier noch Eichenholz, 4 Stück. Locker werde ich die gleich irgendwo anders für gebraucht haben können. Vollgedeutscht. Aber ist jetzt ja auch egal. Ich denke, wenn ich so scheiße laber, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, dass mich trotzdem irgendwie so gut wie alle verstehen werden, was ich damit sagen will. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Dann bin ich einfach halt dumm. Fackeln. Da fackel ich nicht lange und setze Fackeln. Und baue Eisen natürlich noch ab. Ey, ich habe hier echt ein cooles Höhlensystem erwischt, muss ich sagen. Bin ich auch froh drüber. Hier geht es tief runter. Da war ich aber noch nicht. Das heißt, wo ich noch nicht war und kein roter Weg ist, da war ich noch nicht und da ist auch kein roter Weg. Wow, genius. Ich nehme das Eisen noch mit. Ich bleibe jetzt hier erstmal auf den größeren Hauptstrecken. So die Seitenstränge wie das da hinten, da unten, werde ich entweder später erkunden oder wenn ich quasi meinen Weg auf die untere Ebene weiterverfolge. Und ich habe auch echt irgendwie Glück hier, was hier die Ressourcen angeht. Ich meine, ich bin zwar gerade nur langweilig meinen, aber da finde ich ja dann doch schon relativ viel, du. Ich sehe das Skelett einfach nicht. Egal, nehme ich noch was Kohle mit. Da ist das Skelett. Und ich war wieder am Spam, ey. Ich glaube, ohne einen Bogen, ohne ein Schild, ist das mit dem Skelett hier so ein Kampf echt scheiße. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen Bock auf dieses Schild, weil es einfach so viel Sichtfeld einnimmt, dafür, dass du es alle 20 Minuten einmal brauchst. So, und ich glaube, das stimmt sogar. Ich habe das Schild gerade das erste Mal wirklich brauchen können gegen das Skelett. So, ich esse mal wieder ein Stückchen was, dann kann ich wieder was generieren. Und leuchte hier oben aus, wo das Skelett hergekommen ist. Hier ist noch mehr Eisen. Ich peil's nicht. Auf welcher Ebene bin ich eigentlich? Ich schau mal kurz. Wo ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. 39, 38. Ich glaube, hier könnte ich noch keine Diamanten finden. Aber ich finde das geil. Ich bin einfach, glaube ich, auf der perfekten Ebene für Eisen und für Kohle. Und das ist ja das, was ich wirklich brauche. Wenn ich jetzt tiefer gehe, fände ich zwar eventuell Diamanten, aber wahrscheinlich noch mehr Redstone oder... grundsätzlich Redstone, das habe ich jetzt noch gar nicht gefunden. Und da hätte ich halt gar keinen Bock drauf. Wobei ich glaube ich mittlerweile, soweit ich das weiß, in den Einstellungen man einstellen kann, wenn man eine Welt generiert, auf welcher Ebene Diamanten sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Update in Minecraft war, wovon ich mal was gehört habe, oder ob das ein Mod war, den ich mal verwendet habe.
Es war auf jeden Fall auch mal eine Mod, die ich verwendet habe, aber ich habe, glaube ich, gehört, dass dieser Mod jetzt in Minecraft auch so funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Minecraft übernimmt ja einige Mods quasi und verwende jetzt das normale Version. Ach, keine Ahnung. Minecraft ist so lange her. Damals war ich voll der Minecraft-Experte, habe Minecraft-Videos gemacht, so Tipps und Tricks in Minecraft, geheime Verstecke. Ich meine, die meisten Sachen dafür funktionieren noch so und habe auch Mods vorgestellt und alles und hatte mit Craften Terminal hier den Minecraft Version Changer, vielleicht kennt ihr noch einen unter dem Namen, hier quasi Deals und die haben mich gepusht und alles und da konnte ich Videos bei denen dann hochladen, aber das ist alles so lange her. Das ist echt alles so lange her. Und ich habe leider Minecraft komplett in letzter Zeit so verloren, so komplett aus dem Auge. Wobei es mich tatsächlich die neuen Version gar nicht interessiert hat. Ich meine, ich hätte jetzt auch niemals die 1.12 gespielt, oder ich würde sie jetzt gerade niemals spielen, hätte der Maurer sich nicht für diesen Server auf der Version entschieden. Ansonsten wäre das hier eine ganz normale 1.8er Minecraft-Folge. Oder ihr würdet PUBG sehen. Keine Ahnung. Das muss ich aber, glaube ich, auch nochmal aufnehmen. Ich glaube, da habe ich auch noch ein paar Aufnahmen. Ich bin da so durcheinander gekommen, weil ich halt nicht alle davon nehmen wollte. Ein paar irgendwie schon hochgeladen habe, ein paar nicht hochgeladen habe, ein paar gelöscht habe und keine Ahnung. Ich habe also ein paar PUBG-Folgen hochgeladen, ein paar davon noch gar nicht veröffentlicht und bin total durcheinander mit den ganzen PUBG-Folgen gekommen. So. Ja. Stimmt, das war dieser Höhlenstrang, den ich gerade irgendwie hier durchentdeckt habe. Aber das ist ja nicht mein normaler Gang. Ich will hier unten meinen Gang. Ah, Fledermaus, tötet sie. Ich will hier unten ja meinen normalen Gang quasi langführen. So, Skelett ist tot. Ich muss wieder Brot nehmen. Und dann komme ich unten nochmal irgendwann anders alles erkunden. Oh, das wäre natürlich geil. Würde ich hier meine Batcave bauen. Und dann so wirklich in der Höhle irgendwie an einem Wasserfall oder sowas. Das wäre mega cool. Dann würde ich jetzt aber sagen, war es das für heute erstmal. Wir haben ein bisschen was gemeint. War vielleicht ganz interessant. Vielleicht auch nicht. Ich muss, glaube ich, hier nach oben laufen, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Egal, ich bin schon wieder aus der Höhle raus. Ich glaube, ich bin richtig. Genau, ich bin richtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich glaube, mein Slot für Videos auf dem Kanal ist jede Woche Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht doch ein bisschen öfter jetzt nochmal schaffe, weil ich ein bisschen was vorproduziere und so und nicht die Videos mehr cutte und Minecraft dann quasi jede Folge nehmen kann und bei PUBG mal ein bisschen aussortieren kann und so. Und, ne? Aus den Gründen. Mal schauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.